Mit der Gondel kann jeder, haben sie gesagt. Gehen wir lieber 700 Höhenmeter zu Fuß. Zack, die letzten Gletscherreste überqueren da. Monte Canin in Sicht. Und wieder Schnee. Komplett für den Arsch. Da hinter mir seht ihr das Refugio Gilberti, die Gilberti-Hütte und die Bergstation der Seilbahn Selle Nevea. Grüß euch, liebe Frischluftfans! Die Seilbahn ist noch nicht in Betrieb, in Sommerbetrieb. Die beginnt erst mit 6. Juli. Der Vorteil ist, es sind relativ wenig Leute hier oben. Also bis jetzt haben wir gar keiner außer mir. Der Nachteil ist, ich bin zu Fuß aufgegangen und habe schon die knapp ersten 800 Höhenmeter hinter mir. Ja, schöner Marsch da rauf. Für mich geht es heute auf den Monte Canin. Super Berg. Bin schon neugierig, bin schon total gespannt. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ein bisschen Klettern ist mit drinnen. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ich zeige euch jetzt erst einmal die Tour von oben. Und dann geht's weiter. Starten wir gleich eine. Los geht's, Freunde. Viel Spaß bei dem Video.
Muss ich schauen, dass ich weiterkomme. Komme ich aus dem Staunen einmal raus. Spektakulär. Thank you.
Einstieg ist voller Schnee. Ich bin einmal am Klettersteig. Aber taugt mir nicht so, ich habe da keinen Platz zum Geschirr anziehen. Also werde ich jetzt die ersten paar Meter einfach vorsichtig so aufkrallen. Ja, es nutzt nichts. Ich kann ja nicht einmal meinen Rucksack ablegen. Zu steil, zu viel Schnee. Probieren wir die ersten Meter so. Huch, der war zart, Dorfer. Der Anstieg war zart. Aber schaut euch die Aussicht an. Bist du deppert. Ja, da wird's stand. Da werden wir jetzt das Geschirr anlegen. Dann geht's weiter. Auf geht's. Und während ich mir jetzt was Gutes zum Essen mache, Hunger, dürft ihr ein bisschen die Aussicht genießen. Viel Spaß dabei, Freunde. Mahlzeit. Thank you.
gestärkt. 1500 Meter Anstieg waren das jetzt, sogar ein bisschen drüber, glaube ich. Und ja, ausgerüstet, gestärkt. Und jetzt schaue ich, dass ich runterkomme. Die Wolken ziehen irgendwie ein bisschen komisch hin und her. Ja. Weiß nicht, sie haben zwar keinen Regen angesagt, aber ihr wisst, in die Berge kann das oft schnell gehen. Deswegen lieber ein bisschen tiefer. Auf geht's, runter. Vorderseite total super mit den Felsenbändern. Richtig top. Aber die Rückseiten komplett für den Arsch. Es ist so mühselig. Erstens einmal zieht sich's daher. Unglaublich. Und die Schräge mit dem Schnee, die ist einfach nur. Ich hoffe, jetzt bin ich bald drüben und dann geht's auf der anderen Seite wieder runter. Den Großteil habe ich schon geschafft, Gott sei Dank. Aber es hilft kein Jammern. Weiter geht's. Und wieder ansteigen. Selenevea Skigebiet. Und da kommt man von der slowenischen Seite rauf. Bobec. Ja, mächtig. Mächtig, mächtig.
kenne mich her. Da unten steht mein Auto. Da jetzt noch runter. Refugio Gilberti. Lichtblick. Ist zwar noch ein schönes Stückchen, aber Lichtblick. So, ich bin jetzt wieder unterhalb vom Refugio Gilberti. Circa 500 Meter, 500 Höhenmeter trennen mich noch von meinem Ausgangspunkt, von meinem Parkplatz, von meinem Auto. Ja, die packen wir jetzt auch noch. Der Weg ist jetzt der gleiche wie beim Aufstieg und deswegen werde ich da jetzt die Kamera nicht mehr allzu viel benutzen, aber ich melde mich dann beim Parkplatz und beim Auto noch einmal. Wieder zurück. Fix und Foxy heute, muss ich ehrlich sagen. Fix und Foxy. Aber happy. Glücklich, dass ich es geschafft habe, dass nichts passiert ist. Und ja, muss sagen, war heute grenzwertig. Oder anders gesagt, bin schon ziemlich an meine Grenzen gestoßen heute. Ja, man glaubt es kaum, aber es ist so. Die Tour an sich schon recht heavy. Aber was es nachher richtig anstrengend gemacht hat, war der Schnee. In der Schrägen drinnen auf dem Schnee gehen, dass man nicht ausrutscht und abfährt. Der Klettersteig, teilweise die Seile zu, mit den Grödel gehen und. Also das war dann alles zusätzlich. Der normale Weg war noch einigermaßen akzeptabel, aber das war, ja, war schon heavy. Deswegen bin froh, dass ich wieder herunten bin. Alles gut. So, und das an meinem Hochzeitstag auch noch dazu, oder an unserem Hochzeitstag. Aber ich habe die Erlaubnis von meiner Frau gekriegt. Sie war arbeiten und ich habe frei gehabt und hat sie gesagt, bevor ich wieder unrund laufe, soll ich auf den Berg gehen und die Tour war sie so oder so nicht mitgegangen. Ja, das macht es halt aus, gell? Deswegen an der Stelle danke, lieber Schatz, für die letzten 10 Jahre. Wir holen ein deftiges Essen. Morgen noch. Ja, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als wie
mich von euch zu verabschieden. Schön, dass ihr es bis daher ausgehalten habt mit mir. Freut mich, dass ihr mit dabei wart. Und ja, ich komme gerade drauf, das mit dem Schnee, der hängt mir eigentlich heuer die ganze Zeit ein bisschen nach. Und für das, dass es schon Juni ist, puh, ist da noch relativ viel drinnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Pfiat euch.